Messe-Time. Und dann nehmen wir euch einfach mal wieder mit. Textura von eurem Mobil, sehr Offroad-tauglich. Ja, hat die hellsten LEDs, ja, die momentan zugelassen sind. Kostet hier im Grundpreis 144.900 Euro und so wie er ausgestellt ist, 180.760 Euro. Offroad-tauglich. Ja, ist wirklich schön gemacht. Vor allen Dingen in der Optik gefällt er mir deutlich besser. Ja, richtig schöne Garage. Ja, von hinten mit der Leiter kommt man auch wunderbar oben aufs Reck rauf. Schön gemacht. Und schaut mal, wie hoch der ist. Das ist echt Wahnsinn. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal von drinnen an. Hier auch wieder tolle Aufbautür. Schön gemacht vom Style her. Ja, Optik hell gehalten. Ja, Ledersitze. Hier oben auch wieder ein schönes Panorama-Dachfenster. Ja, hier hat man auch überall noch viel Stauraummöglichkeiten. Tolle Fächer. Ja, hier auch wieder mit der Filzoptik. Ja, schön gemacht. Tolle Lounge. Der Tisch kann man da auch wieder umklappen. Genau. Ja, und dann hat man hier, genau, kann man hier umklappen und hat einen schönen Tisch, den auch wieder verschieben kann. Ja, schön gemacht. Hier auch wieder mit zwei Flammenkocher und einer schönen Spüle. Ja, wieder riesige Schubladen, ja, mit Softclose. Sehr, sehr schön. Kühlschrank, richtig schön groß, ja. Also mit Gefrierfach, Dometer-Kühlschrank. Und hier oben hat man einen Z-Ford-Grill, Ofen, ja, den man tatsächlich auch auf 220 Grad hochheizen kann. Da kann man auch Pizza machen und so weiter. Sehr schön. Und hier hat man dann die Dusche. Die Tür kann man wieder hier aufklappen. Für die Fahrt sehr, sehr schön. Dann klappert da nichts. Ja, und hier auch wieder eine Z-Ford-Toilette. Ja, ein riesiger Spiegel. Hallo. Und hier hinten hat man dann noch viel für Kosmetik, dann viel Stauraum, Fächer. Sehr schön gemacht. Vom Style her. Ja, und hier, das Bett ist riesig. Ja, schaut euch das mal an. Ja. Mit Fliegenschutzgitter und Verdunklung. Ja, hier hat man dann jeweils auch wieder viele Fächer. Ja, und ja, wie kann man es dann verlängern? Ja, und da kann man noch ein Kissen dazu packen, sodass man dann ein richtig schön großes Doppelbett hat. Mhm. Ja, also entweder Einzelschläfer zwei oder halt Doppelbett. So, jetzt kriegst du nicht wieder rein. Hier unten auch wieder kommt man an den Wassertank tatsächlich ran. Ja, und hier auch wieder für Drittstufe, sehr, sehr schön. Und dann hat man hier noch Stauraummöglichkeiten ohne Ende. Schön. Dahinter ist die Technik verbaut, sehr gut. Ja, und hier hat man auch noch Fächer und Ablagemöglichkeiten. Schönes Fahrzeug, Offroad-tauglich auf jeden Fall, von der Höhe her auch. Ja, schön gemacht. Also richtig schön kann man auf jeden Fall zu dritt, wenn man die Bank noch ausbaut, eventuell noch für eine kurze Reise zu viert verreisen. Toll. Lammerstein. So, dann gehen wir gerade wieder durch. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Das war der Extura von eurem Mobil. Messe-Time out. Das war's. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne mal einen Daumen nach oben da.
Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch der jeweilige Camper-Van bzw. Reisemobil gefallen hat. Ja, das würde uns sehr freuen und sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.